Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit dem Landwirtschaftssimulator 2017. Heute nehme ich zwei Folgen am Stück auf, da ich heute Nacht wieder auf Nachtschicht gehe und damit es nicht wie gestern passiert, dass hier eine Folge nicht oder ein Tag ohne Folge ist, werde ich jetzt zwei Folgen hintereinander aufnehmen für den Fall, dass ich am Dienstag einfach zu müde bin, um morgens da irgendwas aufzunehmen, wenn ich von der Schicht komme. Und deswegen jetzt zwei Folgen. Wir sind hier erstmal noch am Sehen. Das machen wir von Hand, soweit ich mich nicht irre. Und wir haben hier Gerste, die hier wachsen soll. Und dann werde ich mal mein Glöckchen anmachen. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt hier relativ bald fertig werden. Das Pflanzen geht ja relativ schnell ins... oder nicht relativ schnell, aber es geht auf jeden Fall schneller, weil wir Meter mehr Arbeitsbreite haben als beim Pflug. Das Pflügen, das müssen wir uns jetzt auch erstmal nicht mehr antun, da wir ja jetzt erstmal drei Pflanzen Zeit haben. Oh Leute, ey. Ich hatte frei. Trotzdem bin ich so verwirrt. Naja, wir machen das hier einfach mal. Aber mit dem GPS ist ja leider nicht so der Bringer. Abgesehen davon ist es auch ein bisschen langweilig, weil ich sonst nichts zu tun habe, sondern einfach nur anmachen und Kreis fahren lassen und fertig. Dann müssten wir ja quasi nur das Vorgewende machen. Aber wir sehen auch, dass uns das Saatgut langsam ausgeht. Das heißt, wir müssen demnächst auch mal Saatgut auftanken gehen. So, jetzt fahren wir aber erstmal hier am Rand. Einmal lang. Das mache ich ja immer ganz gerne, so halb Rand, halb auf dem Feld, damit wir uns hier hundertprozentig sicher sind, dass wir jeden Quadratmeter oder jeden Zentimeter auch wirklich ausnutzen, weil wir wirklich das Geld brauchen, um im Spiel vorwärts zu kommen. Ich glaube, mit vier Bahnen nebeneinander müssten wir gut hinkommen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was vernichtet. Hat gepasst. Okay, wunderbar. Wollen wir uns mal nicht weiter beschweren. Und dann werden wir demnächst auch mal den ersten Mod mit einfügen. Cosplay ist leider immer noch nicht da, sonst hätte ich das mal schon mit reingenommen. Wobei wir das ja erst brauchen, wenn wir bei der nächsten Ernte sind. Wie gesagt, möchte ich das Spiel ja so weit zum Laufen bringen, dass wir immer irgendwas zu tun haben. Nicht immer nur dasselbe, sondern dass wir Tiere nachher auch machen. BGA geht leider noch nicht. Da ist momentan noch ein kleiner Fehler drin. Da können wir, soweit ich das jetzt ausprobiert habe, mit dem Laufband zwar gegensteuern, aber das Laufband kostet halt auch Geld. Und deshalb können wir das einfach mal nicht benutzen. Das heißt, BGA ist erstmal noch in weiter Ferne, bis das gefixt ist. Das Problem bei der BGA ist nämlich, dass Silage in der Silowand drinne verschwindet, das Silo so nicht hundertprozentig leerbar ist und dann kannst du nichts Neues dort einfüllen, da ja das Silo erst wieder befüllbar ist, wenn es komplett leer ist. Und das kann man halt mit dem Laufband umgehen, weil das Laufband nicht direkt in dem Haufen drinne stehen muss, um das aufzusammeln, sondern so annähernd davor. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber von der BGA sind wir sowieso noch weit weg und mal gucken, vielleicht wird das ja relativ baldig gefixt, dieser Fehler. Ansonsten, ja, lässt sich es halt einfach nun mal nicht ändern. Wir haben auf jeden Fall ganz viel vor auf der Karte noch. Und dann bin ich ja mal am Überlegen, wenn wir dann irgendwann mal, was weiß ich, hier so ziemlich alles erreicht haben, was wir erreichen können, ob wir dann unter Umständen nicht einfach Flugpark verkaufen, Geld mitnehmen auf einen neuen Spielstand mit einer neuen Karte. Aber wie gesagt, das ist ganz weite Zukunftsmusik. Vernünftige Karten habe ich noch keine entdeckt. Abgesehen davon ist es ja auch mit den Funktionen, die es auf den Modmaps nachher alles geben wird, ist es natürlich ein bisschen schwierig mit dem Singleplayer. Weil eigentlich möchte ich hier im Endeffekt nicht dahin kommen, dass ich die ganze Zeit nur Cosplay immer an- und ausmache. Und dort entsprechend dann selber nur noch mit Mikromanagement beschäftigt bin.
was man mit Cosplayer durchaus machen kann, dass man das Spiel in eine Mikromanagement-Simulation verwandelt, indem man einfach nur noch irgendwelche Aufträge vergibt an irgendwelche Helfer, an irgendwelche Abfahrhelfer, GPS und Follow-Me-Mod gibt es ja auch noch. Der ist zwar von LS17 auch noch nicht raus, aber ich denke mal, dass der relativ baldig kommt. Lustigerweise ist es ja sogar inzwischen schon so, dass viele Mods, die auf Modhaus erstmal vorgestellt werden, auch bei Giants auf Modhub gelandet sind. Und wie gesagt, ich möchte mich ja eigentlich nur auf Mods verlassen, bis auf die ein oder andere Ausnahme, die auf dem Modhub sind. Da weiß man, dass sie ja, im Normalfall funktionieren. Wenn nicht, kann man sie ja immer noch rausschmeißen. Jetzt sind sie Saatgut alle. Das heißt, wir machen das Ding mal hoch und fahren einmal neues Saatgut holen. Mal hier in den Trecker reingehen. Das Ruckeln ist immer noch weg. Wobei im Multiplayer empfinde ich das gar nicht mehr so schlimm. Na, jetzt habe ich das Ding da runter gemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier Saatgut reinkriegen. Das ist ja mal so eine kleine Lebensaufgabe. Obwohl wir so direkt dahinter stehen, will er das nicht auffüllen. Irgendwie scheint der Dünger da einen größeren Trigger zu haben als... Na, immer noch nicht. Immer noch nicht. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn man das schafft, das Ganze zu trennen. Das ist blöd gemacht, wie das da abgestellt ist. Wir probieren es einfach mal so. Jetzt funktioniert es. Wenn wir die aufgebaut haben, dann lagern wir uns die auch woanders hin. Kleine Lücken müssen wir dann nachher nochmal rausmachen, die da hinten noch zu sehen sind auf der Außenbahn, die ich da gezogen habe. Wie gesagt, jeden Zentimeter versuchen auszunutzen. Die Zeit stelle ich gerade übrigens nicht vor, weil ich halt im Sehen bin, im Sehen Zeit vorstellen. Das heißt, wir haben auf dem Feld nachher zwei verschiedene Wachstumszustände. Deswegen möchte ich das jetzt einfach mal nicht vorstellen. Weil wir sonst nachher das Problem haben, dass wir halt nicht in einem Rutsch abernten können und das wollen wir auch eigentlich nicht. Da müssen wir uns auch für den Trecker relativ bald eine Frontladerkonsole machen. Das können wir vielleicht in der nächsten Folge schon machen, damit wir überhaupt in der Lage sind, Dünger und Weizen, Dünger und Saatgut zu kaufen, weil sonst kriegen wir die ja gar nicht hin und ich habe keinen Bock jedes Mal mit der Sämaschine zum Shop hinzulaufen oder zu fahren, nur weil ich kein Frontlader war, habe oder zu geizig dafür war. Deswegen mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge schaffen. Aber hier seht ihr das mit dem Sehen, das geht hier relativ zügig voran. Mir die Zeit ruhig wieder vorstellen, dass wir dann aufs nächste Feld gehen und dort flügen. So, ich habe mal das Kabel rausgezogen von Laden, weil sonst die Übersteuerung in mein Mikrofon kommt. Das vergesse ich immer ganz.
sieht auf jeden Fall ordentlich aus, was wir hier machen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier die ganze Bahn erwischen. Dann seht ihr auch schon, dann sieht das aus, als hätten wir schon relativ viel geschafft. Bisschen optische Täuschung. Auf jeden Fall finde ich es schön, dass einige von euch wirklich die Geduld mitbringen, mir beim Sehen, Pflügen und allem zuzugucken. Mir fällt gerade ein, dass ich zwei Mods noch doch noch mit reinnehme, auch ist mir auch egal, wo die erscheinen, aber welche das sind, da kommen wir denn zu. Hat auf jeden Fall was mit Glas und was mit Fans zu tun. Das sind zwei Maschinen, die will ich auf jeden Fall haben. Jetzt kriege ich nämlich schlechte Laune. Eigentlich eine Maschine, wo man erwarten hätten können, dass die auf jeden Fall im Spiel mit drin sind. Weil das eigentlich so, ja, das eine geht, also der eine Mod, der geht halt nicht aus lizenzrechtlichen Gründen, weil da ja das Spiel einfach die Lizenz nicht für hat bei Klaas, das ist ja hinlänglich bekannt, dass sich da ein bisschen quergestellt wird. Und der andere Mod, das ist halt einfach das Vorzeigeding von Fendt und ja, finde ich ein bisschen schade, dass das nicht den Weg ins Spiel gefunden hat. Aber das haben wir von der FarmCon haben wir das ja gelernt. Ich selber war ja nicht dort. Vielleicht beim nächsten Mal bin ich bei der FarmCon mit dabei. Mal gucken. Auf jeden Fall auf der FarmCon haben wir gelernt, dass die Lizenzgeber ja so ein bisschen entscheiden, welche Maschinen sie dem Spiel zur Verfügung stellen und welche nicht. Bei Fendt hätte ich vielleicht noch so einen Mähdrescher von Fendt hätte ich vielleicht noch ganz schön gefunden und einen Katana. Warum die nicht dabei sind, weiß ich nicht. Vielleicht dann nochmal als DLC irgendwann. Ich hoffe ja mal, dass die DLCs nicht wieder so spärlich ausfallen wie beim LS17, wo man ja für einen Arsch voll Geld irgendwie nur zwei Maschinen bekommen hat. Na, Holmer DLC sei mal genannt. Gibt es übrigens den zweiten Teil vom Holmer DLC, der jetzt im Grundspiel nicht mit drin ist. Den gibt es bereits als Mod beim auf dem Mod-Hub. Da, wie gesagt, einfach ins Menü gehen, Mods, und dort könnt ihr die dann raussuchen. Damit sind auch schon, glaube ich, vier DLCs, die aus dem LS13 und 15 sind, zum Download verfügbar. Das ist einmal der komplette Holmer DLC, einmal der IT Runner, dann ist das der Federstedt Mod, also die Federstedt Maschinen, und Marshall. Das sind ja alles Modpacks gewesen. Ich glaube, hier müssen wir noch zweimal rüberfahren. Ja, wir kommen auf jeden Fall zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir wie immer natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, natürlich abonnieren, ne? Damit ich immer schön weit oben in eurer Abo-Box bin. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin gibt es von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.